Moin Moin und herzlich willkommen zu Teil 2 des Display Openings von Strahlende Sterne hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin gerade mega pumped, weil das letzte Video, was ihr jetzt gesehen habt, hat noch einen geilen Hint am Ende rausgezaubert und ich bin gespannt, was die Hälfte jetzt noch gönnen kann. Ja, wir hatten eine richtig coole Karte zum Abschluss, also wenn ihr das verpasst habt, guckt euch gerne das Video von letzten Sonntag einfach nochmal an. Aber wir haben auch noch genug Potenzial, hier was richtig Cooles rauszuziehen. Eine Displayhälfte, 18 Booster stehen uns noch zur Verfügung und die werden jetzt ganz entspannt und genüsslich gerippt. Ich war eben kurz vorm Verzweifeln, muss ich ehrlich sagen, weil die erste Displayhälfte nicht so wirklich coole Hits gegönnt hat. Bis zum letzten Booster, da hatten wir dann einen richtig coolen Hit. Und von daher bin ich gespannt, was es jetzt hier noch gibt. Wir haben noch keine Secret Rare, so viel kann ich verraten. Aber wir können ja noch Alternative, wir haben die Trainer-Galerie-Slots, wir haben so viel, was noch kommen kann. Wir haben das Mysterium der Farben, ich habe es endlich gecheckt. Also es ist so, wie ich immer dachte. Ich konnte es jetzt lösen für mich. Aber wir schauen mal, was wir hier noch so Schönes rausbekommen können. Weil dieses Set hat so viele coole Karten. Also wie gesagt, alternativ Arceus und Glurak, absolut mein Wunsch. Und Poku-san als Trainergaleriekarte, meine erste doppelte tatsächlich. Darum bin ich da jetzt nicht so euphorisch, will ich es mal nennen. Die habe ich tatsächlich schon. Von daher geht die auf jeden Fall in den Tauschordner. Aber immer noch ein cooler Hit, auch eine sehr schöne Karte, nach wie vor. Das spricht ja nicht dagegen, nur weil man sie schon hatte. Aber da gibt es tatsächlich noch so die ein oder andere, die ich lieber hätte. Und ich bin gespannt, ob wir hier noch eine ziehen können jetzt aus diesem Display. Bei dem ersten hatten wir ein Trainer-Galerie-Hit. Und hier haben wir den schon im ersten Booster. Ich glaube, letztes Mal hatten wir den auch im ersten Booster, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Oh, ja, ich meine, das war auch das erste Booster. 30 Minuten her, ich weiß schon wieder nichts. Nach Shadrago Rare kommt Reverse Rare. Merkt, man wird alt, man kann sich das alles nicht mehr so gut merken. Bevor ich die Setnamen noch halbwegs auf dem Schirm kriege. Und die Pokémon-Namen. Aber die stehen ja zum Glück für Blöde drauf. Von daher ist das ja relativ entspannt. So, wir haben die Kampfenergie. Berry. Klicklack. Kurtel. Blindfahr. Laukaps. Laukaps hat ordentlich einen mit. Barmelin. Ressler, der, die haben alle einen mit. Oh oh. Jujutsu. Felilu. Und Forschung des Professors. Die haben wir jetzt im Display schon doppelt. Auch irgendwie schade, weil es gibt da wahrscheinlich auch wieder, ich weiß gar nicht, welche alle Holo sind, aber auch da gibt es bestimmt wieder einen ganzen Schwung Karten an Holos, sodass Doppelte in einem Display sind generell, egal was ist, finde ich, sind immer ein bisschen ärgerlich. Selbst Rare-Karten, ne, da gibt es auch so viele von, dass du da in einem Display mehrere ziehen kannst, aber es ist halt, ne, alles reines Glück. Barmelin, Resladero, Jujutsu, Magma, Forschung des Professors passen nochmal dazu und ein Couples. Ja, die Suche nach einer Faustern geht nach wie vor weiter. Bisher hat sich keine blicken lassen, außer die Faustern-Karten, die kamen. Aber eine passende Faustern, damit man die mal spielen kann, bisher nicht. Also so häufig wie diese, das ist selten sind bei mir die Faustern. Und daher hoffen wir mal, dass wir hier eine kriegen. Glurak passend zum letzten Video wäre natürlich richtig nice. Shinox, Dämon, Couples und Dua. Habe ich noch nicht. Okay, nehme ich mit. Zenlong. Gut, das war's auch, was wir darüber reden müssen. Eigentlich an sich, das Pokémon ist gar nicht so kacke. So ein chinesischer oder asiatischer Drache finde ich eigentlich ganz cool, aber das Design ist irgendwie so. Nee. Nee. Muss nicht. Braucht man nicht, glaube ich. Aber es gibt bestimmt auch genug, die es feiern. Wahlgürtel, Staravia, Bojelin, Kaumalat, Knackleon, Owei, Staralili, Knilz, Magma und Kubui. Also auch hier starten wir sehr, sehr verhalten. Also wenn wir dann eine Alternative im letzten Booster haben, bin ich auch völlig cool. Ja, solange hier noch irgendein richtig geiler Hit rauskommt. Ich will noch irgendeinen geilen Hit. Das muss das Display hier gönnen. Snibuna, Zwirklob, Pelzebu, Owei, Staralili, Knilz, Blindfahr, Picochilla, Topfen und Magma Becken Gold. Und da haben wir doch unseren großen Hit. Also die erste Goldkarte, die richtige klassische Goldkarte aus dem Set.
Sehr nice. Das Magma-Becken in Gold. Natürlich keine völlige Eskalation, das wäre bei anderen Karten gekommen. Aber wir haben einen Secret-Rare-Hit im Display. Sehr, sehr schön. Damit haben wir den Punkt leider wahrscheinlich schon abgehandelt. Außer wir haben zwei Secret-Rares. Habe ich das schon mal gesehen? Aber wir, die Hoffnung auf ein Alternativ-Hit lebt natürlich noch auf zwei verschiedenen Slots. Von daher gucken wir mal, was wir hier noch so rausziehen können. Burmy, Karadonis, Kikugi, Riolu, Staralili, Hitzkopf und Magbrand. Jetzt haben wir es endlich. Also auch da Illevoltech im Hintergrund. Und ich muss mal gucken, ich habe es hier irgendwo noch rumfliegen. Da. Welches Artwork findet ihr denn besser? Ich glaube, ich würde mit Magbrand gehen, weil ich Illevoltech da im Hintergrund cooler finde. Aber ansonsten, das Illevoltech Artwork ist halt auch mega. Haut es mal gerne in die Kommentare, welches ist euer Favorit von den beiden. Ist halt nur eine normale Rare, aber ich finde es cool, wenn da solche Sachen drauf sind. Wertet die ganzen irgendwie nochmal auf, dass man sie sich auch irgendwie ein bisschen mehr anguckt. Weil sonst, irgendwelche anderen haben uns jetzt nicht groß angeguckt. Außer Kubin, wo ich nicht verstehe, warum das so ist, wie es ist. So, wir haben Lippomentas, Tafelwasserpack, Starmie, Shinux, Bidiza, Electek, Resladero, Warmelin, Klick-Klack und Empoleon als Holo. Also der nächste Holo-Pool aus dieser Hälfte. Und so, wieder vernünftig gedreht. Läuft langsam ganz gut. Ich krieg's so drin, weil ich wette, wenn die ETW dann irgendwann mal kommt, die ja auch wieder verschoben wurden. Darum mal schauen, wann da das Video kommt. Ich hoffe hiernach, aber ich weiß es stand heute noch nicht. Wir werden sehen. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eben sagen wollte. Naja, dann war es nicht so wichtig. Genauso wie dieser Heatgrim-Pull. So. Ich will noch einen geilen Hit. Ich weiß, es ist eine Goldkarte. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist die auch ultra spielbar und deswegen richtig geil, wertvoll. Aber mich holen die Trainer-Goldkarten immer nicht so krass ab. Obwohl ich ein viel größeres Talent habe, Trainer-Goldkarten zu ziehen als alles andere. Also mein Ordner davon, ich glaube, da ich mit Abstand am meisten habe ich Trainer-Goldkarten gezogen im Verhältnis. Keine Gold-Pokémon, keine Rainbows, sowohl Trainer als auch Pokémon, die Gold. Trainer sind da ganz vorne und wir haben die nächste Holomint Lavados. Die fehlt auf jeden Fall. Von daher nehmen wir die doch nochmal gerne mit. So, das Ganze neigt sich langsam dem Ende. Also bisher sage ich, das Display ist okay. So würde ich jetzt mal, wenn wir jetzt noch zwei Hits hier rausziehen. Bisher die Trainergalerie hat nicht so heftig gegönnt. Die anderen sind ja durchaus in Ordnung. Aber die Erwartungshaltung finde ich steigen immer. Ne? Also wenn man, das ist immer das Blöde, man sieht dann, was andere gezogen haben, denkt, okay, cool, wenn man das alles so rausziehen kann, auch sehr schickes Artwork von Cleopatra. Nicht mein Pokémon, aber ich finde, das Artwork haben sie cool gemacht. Dann hofft man halt auch, ne? Ja, zwei Alternative würde ich auch ganz ziehen, meine zwei Most Favorites. Am besten noch das Glurak V-Star dazu. Und ne Gottverdammte V-Star muss ich doch mal ziehen. Wahrscheinlich wird es dann kein Glurak und kein Arceus, sondern, was haben wir noch? Shaman, das wäre auch noch okay und Elfhuhn. Elfhuhn wird's. Wenn wir eine ziehen, wird's eh Elfhuhn. Da gehen wir mal stark von aus. So. Konzentrieren wir uns auf die letzten Booster. Schauen, ob wir hier noch was Cooles rausholen. Zwirfinst und Pokusan. Fünf Stück sind's noch. Fünf Booster, bis dieses Set fürs Erste für mich beendet ist. Wie gesagt, die ETB kommt noch, wann auch immer sie kommt. Und dann schaue ich mal, wie das Ganze weitergeht. Ob ich nochmal sage, ja, ich habe Bock, ich will auf jeden Fall noch was von diesem Set öffnen. Oder nee, ich warte aufs nächste. Da bin ich mir selber noch unsicher, weil eigentlich finde ich das Set richtig cool. Mal gucken, was die Preise machen, ob die auch so ein bisschen dann wieder droppen wie in den letzten Sets. Und ein Grill Cheetah. Auch so ein Hit, so, ja, okay, du bist eine V-Karte. Ja, jetzt hat Grillcheater mich trotzdem rausgebracht. Ah ja, wenn die Preise vielleicht droppen von den Displays dann nochmal, dann hole ich mir vielleicht nochmal einen 18er oder so. Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht. Mal gucken, wie ich Lust, Laune habe und was es sonst noch alles so gibt. Kommen ja wahrscheinlich wieder zig Produkte raus. Ich suche auch immer noch die Blitzerbox, also falls einer einen hat. Die anderen beiden habe ich schon hier liegen. Da werden wir auf jeden Fall Videos zu machen. Was habe ich gesagt?
Wir haben die erste V-Star und das ist halt Elfhuhn. Weißt du, selbst die Shaman V-Star finde ich eigentlich ganz cool. So, wie sehen die denn jetzt aus? Also sie haben so eine leichte Struktur. Okay, den Rand, der flasht mich überhaupt nicht. Den finde ich, der sieht irgendwie billig aus leider. Also sind okay. Also sind die, ich habe es mir ehrlich gesagt cooler vorgestellt. Also die V-Max wirken wertiger. Dieser Silberrand hier, der ist nicht so wie bei den Fullards oder Alternativen. Der sieht halt echt billig aus. Das haut mich echt nicht um. Das haut mich echt nicht um. Ja. Und von den Vieren natürlich die ich gesagt habe. Ne? Die ich nicht will. Die wird's. Man könnte sagen, ich habe hellseherische Fähigkeiten. Anzahltechnisch von den Hits mit sonstigen Displays, also von anderen Sets, sind wir auf jeden Fall gut mit 8. Eine geile Karte hatten wir im letzten Opening. Hier haben wir noch die Goldkarte. Wie gesagt, cooler Hit an sich. Aber gibt natürlich noch wesentlich nicere. Darum enttäuscht. Zufrieden bin ich nicht. Enttäuscht bin ich auch nicht. Ist halt okay. Oder was meint ihr? Also das würde mich echt mal interessieren, was ihr zu diesem Display sagt. Ich sage, es ist okay. Vor allem Trainergalerie, finde ich, also habe ich viele gesehen, die da 4-5 Hits hatten. Das sind 2. Finde ich auch ganz schön hart. Wieder kein. Letztes Booster. Das letzte Booster im letzten Video. Da war der Hit drin. Da war der Hit drin, den wir ziehen konnten. Gucken wir, ob auch hier das letzte Booster gönnt. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Wir haben wieder eine V-Star. Also wir haben 3 V-Stars, aber eine normale nur gezogen. Cynthias Ehrgeiz. Charens Obhut. Magma. Sterndu. Burmi. Karadonis. Kikugi. Wir haben echt nur 2 Gottverdammte auf dem Slot. Und ein Shellterra. Ja. Was sage ich jetzt dazu? Ein cooler Hit. Ansonsten finde ich es nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Also das Display, finde ich, hat nicht so krass gegönnt. Das ist halt in Ordnung. Trainergalerie habe ich mir deutlich mehr von versprochen, muss ich zugeben. Da habe ich wesentlich mehr erwartet. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass wenn die ETB kommt, dass die nochmal krass gönnt. Wie gesagt, eine Karte, die ich unbedingt haben wollte, was heißt unbedingt? Ich habe keine, die ich unbedingt haben wollte, hier rausgezogen. Es waren aber auch nicht so viele, wo ich sage, okay, die will ich auf jeden Fall. Aber hey, so ist das Spiel. Ich will mich nicht beklagen. Wir haben heute eine Goldkarte gezogen, wir haben eine V-Star gezogen. Von daher eigentlich alles in Ordnung. Die Ansprüche sind halt einfach zu hoch geworden nach den letzten Sets. Und ja, wenn ihr nicht verpassen wollt, ob ich dann meine Hits aus der ETB ziehen kann, die jetzt hoffentlich dann demnächst bei mir aufschlägt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten wird noch die Evoli-Boxen kommen. Die Blitze habe ich halt noch nicht. Falls ich die bekomme, gibt es die auch noch. Ich habe noch einen Sammelkoffer von Celebrations hier liegen, der noch geöffnet werden will. Also es kommt auf jeden Fall noch was vor dem neuen Set. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten Like und Kommentar ist auch mal sehr gerne gesehen. Ich freue mich auf euer Feedback. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.